Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Ja, huhu, hier wieder mit Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt und einen schönen Freitag und ich bin auch noch oben rein. Ich und mein Quietschstuhl. Ja, wir spielen wieder und das letzte Mal haben wir aufgehört in diesem schönen, gruseligen Dorf und wollten uns hier die Hütte angucken. Untersuchen. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Natürlich hat man einen Schlüssel im Stiefel. Das mehr Klischee geht gar nicht. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Dann schauen wir doch mal. Na, super Steuerung wieder. Nee, ich hab doch eben da das Benutzen-Schild gesehen. Oha, hier gibt's wieder was zu looten. Ja, aber erstmal hier. Und noch ein paar Kronen erwischt. Gibt's auch noch was? Hier geht's weiter. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Ja, immerhin, Geralt, hast du ein paar Hinweise bekommen.
hättest du ja auch gut keine Hand. Neue Quest. Hexenjagd. Finde die Hexe. Okay. Das kriegen wir hin, oder? Gucken wir mal auf die Karte. Ich glaube, da haben wir für dieses Gebiet noch gar nicht drauf geguckt. Und so groß ist das. Wow, ganz schön krass. Heftig. Okay. Hier gibt es also einiges zu entdecken. Ein Anschlagebrett. Und hier, wo wir hin müssen, gibt es anscheinend auch ein Anschlagebrett. Und hier können wir unterwegs auch an nicht erkundeten Orten vorbei. Das ist ganz nice. Deswegen hier Platz, da gehen wir mal hier ums Haus rum. Reiten wir doch los in den Sonnenuntergang. Wie ein ordentlicher Cowboy. Komm schon, Plätze! Ah, naja, die alten Beste. Okay. Tempo. Sehen, was uns so auf dem Weg passiert. Lauf, Plätze! Wenn wir uns hier nicht wieder irgendwie verreiten. Weil der Koali nicht reiten kann. Komm hier querfeld ein. Zack ich. Wenn wir schon dabei sind, dann querfeld ein. Kannst du schwimmen? Anscheinend nicht. Los, los! Nur die Brücke da hinten. Pinkelt der langsam in den Fluss? Komm schon, Plätze! Sah ein bisschen dann noch aus, ne? Ey! Heya! Pinkel hat echt in den Fluss gepinkelt. Was zum... Los, lauf! Nee, ist klar. Kommen wir ein bisschen wieder hier querfeld ein. Oh, nee, da ist ein Gegner. Was ist das? Dann bist du hässlich. Wildhunde. Deine Leute. Da gibt's noch. Zack. Noch mehr. Da muss irgendwo ein Nest sein. So. Das Problem sollte sich erledigt haben. Hier nicht alles mit. So. Ein treues Pferd. Es wartet auf mich. Ich noch ein bisschen Blüten sammeln und ein bisschen rohes Fleisch einsammeln. Und dann auf Hexenjagd. Beweg dich! Das ist eine schöne Gegend hier, muss man ja sagen. Da bist du ein bisschen runtergekommen, aber schon. Stopp, was war dann vor? Was seid denn hier? Banditen. So. Ups. Irgendwie, Moment, wie ging das noch? So. Komm schon, komm näher. Das nicht. Aua.
Komm schon. Typen sofort ab. Dann hat er keine Chance mehr. Der war ein Lied. Du bist der Rest. Mal gucken, ob wir die irgendwie erwischt kriegen mit der Armbrust. Ich finde die Armbrust eigentlich ziemlich cool. Aber die macht halt irgendwie kaum Schaden. Aber ein bisschen dumm eigentlich. Das kannst du jetzt nicht tun, Mann. Ja, und kann ich das nicht tun? Reloading! Aha, ein Pferd. So. Wir werden keine Banditen geduldet. Fleisch, so was hat der hier noch mit? Tabakpfeife und Streitkolben. Super. Geht, ist doch mal was. So, also das ist nicht mein Pferd. Das hier ist mein Pferd. Mein Pferd heißt Pferd, weiß Pferd. So, damit ihr Bescheid wisst. Eigentlich heißt es Pferd von Gerrit im Platz. Blödsinn. Naja. Fühlt mich denn der Weg hier hin? Eckbaum. So. Oh, hast du Mutagene gefunden? Nicht schlecht. Blut kann man bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. Noch ein Mutagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Plötze. Lass uns weiter rein. Hier ist bestimmt noch einiges im Argen. Langsamer. Was? Heya! Langsam, langsam. Das ist ein Schmied. Wieder hier rüber. Hier ist ein Schweinestall da. Ey. Ach, ich mach mir eine Schleuder und die erklären damit. Au! Warum drängelst du den Schmied? Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ich möchte etwas anfertigen lassen. Ich möchte eher was reparieren lassen. Ne? Na komm, alles. Wenn schon, so. Handeln. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen. Kann er ruhig haben. Und guck mal, was der hier alles hat. Schema, ganz viel Zeug. Und Karten für Hexerausrüstungen. Ein rostiger Hammerkopf. Okay. Kostet das Zeug? Das ist relativ teuer. Was ist das denn hier unten? Also, was haben wir denn vertickt? Ja, sicher ein. Können wir denn irgendwas herstellen? Falsche Handwerker. Wir können ein Heft herstellen. Oder einen siliranischen Gambeson. Aber den haben wir, glaube ich, schon an. Das muss ich nicht zumindest. Zumindest steht hier dann Rüstung minus 2. Das wollen wir nicht. Zwirn können wir herstellen. Silberplatten. Schnur. Das ist ja alles nichts, ne? Nee. Gehen wir mal auf Handeln. Ach, nee, Handeln. Hier, davon will er nichts haben. Hm, wir
wollen wir da auch nichts haben. Ja, was nehmen wir denn hier? Handschuhe? Kavalleriestiefel. Die nehmen wir auch mal mit. Kavalleriestiefel. Ja. Handschuhe. Pferdenleger Handschuhe ist auch okay. Noch haben wir ja Kohle. So, Stiefel. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst für Stiefel. Ja, ich nehme die auch mal mit. So. Hose. Noch eine andere Hose, die weniger Rüstung hat. Noch eine bessere Rüstung vielleicht. Okay. Nicht genug Münzen. Oh ja, oh, die ist teuer, ja. Sehe ich ein. Mehr Stiefel, Handschuhe. Was denn ein Aketon? Ich schätze mal auch mal eine Rüstung. Ne? Nehmen wir mit. So. Was hier oben hat, rechts haben wir noch was. Handschuhe. Okay. Hier, die sind auch nicht so teuer. Nehmen wir auch mit. So, dann schauen wir doch nochmal, ob der uns noch was bauen kann hier. Von unseren tollen neuen Sachen. Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig, na ganz toll. Scheint ja nicht so der Dolle zu sein hier. Den Gambison könnten wir, den hatten wir aber schon. Hier plus 20, braucht Stufe 5, aber die sind wir bald. Wollen wir uns den bauen, Leute? Den bauen wir uns, kommt. Zack. Yeah. Und eine Hose, die können wir uns auch bauen. Ja, neue Hose. Zack. Und Handschuhe konnten wir uns nicht bauen, oder was? Waffen kann der nicht. Hier fehlen Zutaten. Was fehlt denn hier? Lederstücke und Zwirn. Lederstücke und Zwirn. Benötigte Stufe 8 ist ein bisschen viel. So, benötigte Stufe 6 ist auch noch nicht so geil. Benötigte Stufe 10, da brauchen wir es gar nicht machen, Leute. Handschuhe. Benötigte Stufe 9. Na, nee. Nee, wir gucken jetzt erstmal, was der uns da jetzt hier, wie das aussieht, was der gemacht hat. Und oh, wir können eine Partie Gwind spielen. Können uns ein bisschen abziehen. Willst du nicht ein kleines Päuschen machen und Karten mit mir spielen? So. Ja, unser Deck hat jetzt wieder 3 Karten mehr, glaube ich, als es muss. Oder es soll. Gottverdammte Infanterie. Karte demselben Namen. Aber da haben wir nur eine von. Unser Deck ist halt immer noch ein bisschen mies, ne? Wenn man so ehrlich ist. Ich glaube, wir müssen 3 Stück ausschmeißen, wenn ich will es nicht. Hier haben wir noch 3 Stück drin. So, und die können sich zusammen verstärken. Das heißt, können wir die eigentlich mal reintun. So. Das ist so ein Heiler. Dann können wir den... Was bedeutet denn das da unten? Dann schon Fußballert mal 2 ist. Ach nee, die könnten, ja, die konnten gar nichts. Nee, okay. Karte entfernen. Ne, dann entfernen wir die wieder. Gutes Wetter. Der
konnte auch nichts, außer ein Fünfer sein. Ja, was entfernen wir, Leute? Was entfernen wir? Den können wir ruhig entfernen. Oder gar... Aha! Mit zwei? Ja, dann macht das ja vielleicht doch Sinn, aber der ist halt nur ein Einser. Jetzt langsam komme ich auch dahinter, was die Anzeigen alle heißen. Gut, hiervon haben wir überall nur einen. Zweimal Kälte, zweimal Nebel. Das Zoom. Nahkampfkarten auf 1 ist gut. Fernkampf hatten wir relativ viel. Davon können wir eigentlich alle wegtun. Obwohl, im Moment ist, sagt er uns, wir haben zu wenig Karten. 22 brauchen wir. Zwei Stück davon. Jetzt müssen wir wieder irgendwas rausschmeißen. 23 Karten. Können wir hier einmal in diesen Nebel hier. Und dann haben wir es doch. Und unser Anführer. Anführer wechseln. Verdoppelte Stärke der Belagerungseinheiten. Das ist doch super, eigentlich. Oder entferne die Teile. Ich verstärke mal lieber die Einheiten. Und starte mal ein Spiel. Bin mal gespannt. So. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Was haben wir denn hier? Den. Ja, den können wir eigentlich wieder wegtun. Ja, super, jetzt haben wir beide von denen. Ist auch nett. Und Nahkampf haben wir einen. Hier die Belagerung auf 1 setzen, das können wir eigentlich mal wegtun. Und haben dafür noch den dritten gezogen. Das ist doch nicht so übel. Der Gegner spielt doch direkt mal so einen Spion aus. Die ist doch mal ganz fein. Vielleicht gewinnen wir dann auch mal direkt. Noch ein Spion. Kartenvorteil ohne Ende für den Gegner. Das ist nicht so geil. Er kann jetzt natürlich auch ohne Ende hier einen reinhauen. Was konnte das nochmal? Zoomen wir nochmal. Verstärkt alle Einheiten der Reihe und sich selbst ausgenommen. Wir spielen die mal. Gegner ist im Zug. Hat gepasst. Okay, dann gewinnen wir das. Wir passen dann. Nein. Wir passen dann nämlich auch und gewinnen die Runde. Okay, und starten da mal mit sowas hier. Nahkampf, okay. Hast du was gegen Ballisten? Fernkampf. Okay. Was konnte ich hier? Ich konnte hier den Nahkampf auf 1 setzen. Da haben wir jetzt eine Karte. Mach ich doch mal. Nahkampf auf 1. Zack. Takes this! Regen. Okay, die Ballisten unten. Das ist nicht so gut. Er ist jetzt auf 6. Da müssen wir den spielen.
Und den können wir auch noch spielen. Er führt wieder mit einem. Das kann eigentlich sein, sein Obermacker hier. Kann ich mir den angucken? Durchsuche Nachzüchter nach strömenden Regen und spiele die Karte aus. Okay, den hat er ja schon. Machen wir hier nochmal eine Balliste rein. Gleichen zumindest mal aus. Ackern. Wir verstärken mal hier unsere Leute um einen. Das sollte uns einen guten Vorteil bringen. So, Ausgleich. Nochmal verstärken. Aber er hat jetzt halt 4 Karten mehr als wir. Das ist, wenn er jetzt viele Bogenschützen hat, dann gewinnt er das Ganze wahrscheinlich. So, wir verstärken nochmal unsere Reihen. 26. Und dann verstärken wir auch noch unsere Reihe durch die Sonderkarte. Anwenden. So, und das ist dann das Letzte, was wir machen. Und hoffen mal, dass das reicht. Und noch reicht's. Jawohl, wir haben gewonnen, Leute. Sehr gut. Puh! Irgendwas gewonnen dadurch. Schema, das haben wir alles gekauft. Wir haben Kronen bekommen und... noch eine Karte gekriegt? Ja, wir haben noch eine Karte gekriegt, sehr gut. Mannhammer. Ja, nice. Gut, dann gucken wir nochmal eben ins Inventar und gucken uns mal an hier. Das können wir beides noch nicht nehmen. Oh, die Hose ist auch erst auf Stufe 9. Nein, das war eine Fehler. Die können wir noch ganz lange nicht benutzen, Leute. Nein, nicht aufgepasst. Naja, wir schauen dann mal hier auf die Anschlagstafel. Das ist auch ein Händler. Hallo, Händler. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Oh, der spielt auch Wind. Zeig mir mal deine Waren. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Ja, wir verticken die Hose mal wieder direkt. Da können wir eh noch in nächster Zeit. Die nimmt uns einfach. Scheuklappen haben wir noch nicht. Nehmen wir mit. Der hatte auch. Oh Moment, der hatte Gwind-Karten. Was hat der denn für Karten? Stärke der enge Bindung. Die zu verdoppeln. 50 kosten. Die kosten 10. Kann nix. Die kostet 50. Dann verticken wir ihm noch irgendwas, damit wir genug Geld haben, um uns die Karten zu kaufen. Hier, das kann er haben, das kann er haben, das kann er haben. Die kann er auch alle haben und dann haben wir jetzt genug, um hier die Karten abzukaufen. Wir kaufen hier einfach alle die Karten. Auch wenn wir die einen wahrscheinlich nie spielen werden. Ich spiele sie alle! So. Aber wir spielen jetzt nicht mit dem. Bis dann. Weil wir wollen ja hier auf die Anschlagstafel gucken. Wo ist die überhaupt? Da hinten ist sie. Hallo, Anschlagstafel. So. Der Weideler. Keine Katzen essen? Ja. Mhm. Finger weg von meinen Eiern. Mhm. Bleib weg von den Nilfgaardern. Okay. Teufelsboot treibt sein Unwesen. Okay. Und mysteriöse Träume. Okay, okay. So, finde. War Frage, die wir Bewohner. Kann ich hier mit der Frau hier reden? Nein, mit der kann ich nicht reden. Was hast du gemacht?
einen Bären zum Tanz aufgefordert? Also, willst du ihn einwickeln? Unsere Männer waren hat die Hexe dir lieb gegeben? Ja, das hat sie. Wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Ich kann das nicht. Dann fahren zum Teich. Folge ihm bis zu einem einzelnen Felsen. Den musst du umrunden, dann nach rechts ab vom Weg in den Wald. Sprach eine Alte zur anderen, wenn du an einem verlassenen Karren vorbeikommst, bist du richtig. Okay, dann wissen wir Bescheid. Jetzt sollte ich die Hexe finden können. Nicht von hier, oder? We find the Hexe. Schwalbe, Schwalbe. Was? Schon wieder da. Mal nichts Dolles. So. Beim ja. Teich soll ein großer Findling liegen. Findling. Findling. Ach, da drüben, okay. Ich sehe den Findling. Hallo, Findling. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Okay. Auch das kriegt der Geralt bestimmt hin. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, wahrscheinlich da vorne, wo die ganzen Leute sind. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert. Oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Die ist ja meine Hexe. Schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, ja, was du sagst. Wir kommen lieber in der nächsten Folge wieder und reden dann mit der Hexe. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss.